Hey Leute, was geht? Heute ein kleiner Tipp für euch, und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie man eine Batterie, wenn sie denn neu eingebaut ist, anlernen kann, da man ja an jeglichen Golf 7 Modelle oder auch anderen neuwertigen Fahrzeugen die Batterie anlernen muss. Und das Ganze funktioniert auch über OBD11, also über die Schnittstelle OBD. Und dazu müssen wir nur einmal den Stecker mit unserem Fahrzeug verbinden, so wie auch sonst auch immer. Dann gehen wir auf unser Fahrzeug, gehen auf die Steuergeräte, und hier brauchen wir das Steuergerät 19. Diagnose Interface für Datenbus. Da geben wir sozusagen nachher die Kennwerte von der Batterie ein, dass das System damit arbeiten kann und Bescheid weiß, was für ein Batterietyp und wie viel Kapazität eingebaut wurde. Das ist ganz wichtig für das System, weil es sich dadurch auch sozusagen richtet. Und dann gehen wir auf die Anpassung hier und schauen dann ganz oben auf die Batterieanpassung. Habe ich jetzt schon gemacht bei mir. Da müsst ihr einmal die Nennkapazität eingeben von eurer Batterie. Die findet ihr normalerweise auf dem Typenschild, genauso wie die anderen Daten. Da gebt ihr einfach eure Kapazität ein. Dann euren Batteriehersteller, da müsst ihr im Internet entweder schauen oder ihr schaut direkt auf der Batterie. Das ist immer ein dreistelliges Kürzel. Die Seriennummer habe ich bei meiner Batterie nicht gefunden. Und da stand aber auch schon davor bei der Original-VW-Batterie die 1 hier drin, also die 1111. Wichtig hier bei mir, ich habe noch die AGM-Batterie verbaut. Die originale Batterie von VW war eine EFB-Batterie und ich habe jetzt eine AGM verbaut, weil die einfach robuster sein sollen. Und ich hoffe auch, dass diese mir jetzt weiterhilft, weil meine ist einfach kaputt gegangen jetzt im Winter und es hat mich schon sehr geärgert. Ich habe sie auch probiert aufzuladen, ging aber leider nicht. Wenn ihr das alles gemacht habt, müsst ihr nur noch mit dem grünen Haken einmal bestätigen. Dann weiß das System auch Bescheid. Und nicht wundern, wenn ihr eine neue Batterie einbaut in eurem VW oder die Batterie abgeklemmt habt und wieder anklemmt. Dann erstens fängt das Auto einmal an zu hupen, also nicht erschrecken, das ist einfach die Alarmanlage. Und zweitens kommen sämtliche Fehlermeldungen auf eurem Display. Das dauert einfach 5 Minuten, bis dann die Systeme sich wieder regeneriert haben und wissen, was sie machen sollen. Und am besten, ihr fahrt einfach eine kleine Runde um den Block oder durch die Stadt. Dann habt ihr sozusagen auch wieder die volle Funktionsfähigkeit und die Fehler sollten alle weg sein. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt geholfen. Ich denke, für den einen oder anderen, den hat es vielleicht interessiert. Lasst doch gerne einen Kommentar da, ob ihr jetzt schon Probleme mit euren Batterien hattet bei dem Golf. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und macht's gut.